Ich aber erstmal den mathematischen Teil der Milankovitch-Zyklen. Dafür habe ich jetzt Kosinusfunktion benutzt, aber zeigen tue ich jetzt eine Sinusfunktion. Einfach nur damit man sieht, wie das aussieht. So eine Sinusfunktion kann, man kann die Amplitude strecken, also eine Y-Achse nach oben. Man kann die ganze Funktion nach oben oder unten schieben. Man kann die Funktion nach rechts und links schieben. Also ich habe jetzt in den Berechnungen später Cosinus benutzt. Ob man jetzt Sinus oder Cosinus benutzt für solche Spielereien, das ist letztendlich egal, weil der Verlauf der Funktion ist identisch. Die ist halt nur so ein bisschen verschoben. Ja, hier sieht man mal Sinusfunktionen mit unterschiedlichen Frequenzen. Also, nee, ja, unterschiedliche Frequenzen, unterschiedliche Wellenlängen. Wie man das auch immer bezeichnen möchte. Hier habe ich jetzt mal ein konkretes Beispiel, wie Sinusfunktionen addiert werden. Also in diesem konkreten Beispiel heißt es eigentlich quasi grün plus rot gleich schwarz. Das ist einfach nur so ein Beispiel, damit man mal sehen kann, wie das aussieht, wenn so zwei Sinusfunktionen mal addiert werden. Weil genau das habe ich bei den Milankovitch-Zyklen gemacht und benutzt und damit so ein bisschen experimentiert, bis dann am Ende diese Gleichung bei rumkam. Ich habe das jetzt so ein bisschen aufgebrochen, umgebrochen in Zeilen, ja, sortiert, welche Bereiche oder Funktionen für welche Milankovitch-Zyklen stehen. Ich habe das jetzt farblich so ein bisschen markiert. Rot ist die Erdschiefe, grün ist der taumelnde Kreisel, blau ist die Bahnveränderung. Ganz unten an der Funktion ist jetzt hier so eine Multiplikation mit 0,007 minus 5,5. Das ist quasi, um die Sinusfunktion in die passende Höhe zu quetschen, damit die halt die Temperatur wiedergeben können. Also das ist was Statistisches, ein statistischer Effekt quasi, der automatisch passiert, wenn man mit solchen Sinusfunktionen oder Kosinusfunktionen solche Zyklen nachbildet. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, Erdschiefe rot, taumelnder Kreisel grün, Bahnveränderung blau. Dann setzt sich dieser Einfluss, der ist nicht immer linear. Der obere Teil, der spiegelt den linearen Zusammenhang der Zyklen wider, weil diese Zyklen, die beeinflussen sich ja gegenseitig. Und deshalb ist da auch ein Plus. Und der untere Teil der Formel, der spiegelt halt die logarithmischen bzw. multiplikativen Zusammenhänge da ab. Deswegen ist das multipliziert, diese Einzelzyklen, sag ich mal. Ja, wie setze ich jetzt so eine Kosinusfunktion an sich zusammen? Ich habe jetzt hier mal die Zyklendauer markiert. Also die Erdschiefe ist 41.000 Jahre. Deswegen habe ich da eine 41.000 Jahre stehen. Der taumelnde Kreisel, das ist ein Milankovitch-Zyklus, der setzt sich aus drei unterschiedlichen Zyklen zusammen. Diese unterschiedlichen Subzyklen, nenne ich es jetzt mal, sind 19.000 Jahre und 22.000 Jahre, 24.000 Jahre. Das ist auch ungefähr, also nicht perfekt gerade, aber für meine Berechnung hat das erstmal gereicht. Ja, die Bahnveränderung in Blau hat Subzyklen von 95.000, 125.000 und 400.000 Jahre. Ja, diese Werte, die ich hier markiert habe, das sind die Verschiebungen der Sinusfunktion auf der X-Achse, also Rechts-Links-Verschiebung. Das hat halt einfach damit zu tun, so ein Zyklus, der beginnt ja nicht immer bei Null. Das ist halt einfach so. Also kann ich jetzt nicht näher erklären. Das wird, glaube ich, zu weit führen.
Ja, dann habe ich das Ganze in einem Matheprogramm gegeben und das Matheprogramm sollte mir dann erstmal berechnen, wie groß sind die Einflüsse von diesen Unterzyklen überhaupt. Dabei kam dann irgendwann dieses Ergebnis hier raus, was ich markiert habe. Ja, also hier sind nochmal die einzelnen Sinusfunktionen markiert. Das sind jetzt 2 mal 7 Stück. Die ergeben halt die Gesamtfunktion. Also wie gesagt, wie die sich zusammensetzen, habe ich jetzt versucht zu erklären. Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren. Ich versuche es gerne näher zu erläutern, wenn da konkrete Verständnisfragen zu auftauchen. Ja, am Ende habe ich das Ganze, also ja, nochmal kurz zurück. Also ich habe ja, wie gesagt, dem Matheprogramm gesagt, wie groß sind die Einzeleinflüsse, damit diese Temperaturverläufe, diese rekonstruierten Temperaturverläufe, damit die mit den Milankovitch-Zyklen rekonstruiert werden können, dargestellt werden können. Mathematisch spricht man da jetzt von Trainingsmenge und Testmenge, wenn ich, also diese Eiskernbogen aus Vostok, die jetzt 350.000 Jahre in die Vergangenheit geht, das war die Testmenge, die Trainingsmenge für die Funktion. Mit dieser rekonstruierten Temperatur hat das Matheprogramm diese Formel mit meiner Vorgabe quasi am Ende ausgespuckt. Das, was wir in diesem Diagramm jetzt sehen, das Rote ist die Temperatur von der Quelle, weiß ich jetzt nicht. Das Blaue ist CO2 und das Schwarze ist jetzt die Funktion, die ihr gerade gesehen habt. Und ja, man kann sehen, es folgt. Es passt ungefähr. Ich habe jetzt hier einfach nochmal ein bisschen was markiert. Das sind jetzt nochmal die Bereiche, wo man sehen kann, das CO2 hakt nach, hinkt nach. Verzögert, wiederum in anderen Bereichen, wo es nur kleine Temperaturänderungen gibt, da folgt das CO2 auf einmal sofort. Also hier kann man auch noch mal sehen, diese Aussage, dass das CO2 ein Verstärker wäre, ist totaler Quatsch. Dann komme ich jetzt mal zum Meeresspiegelanstieg. Das hier ist jetzt Diagramm für die letzten, ja, seit 1880 ungefähr. Man kann sehen, der Anstieg hat auch vor der Industrialisierung schon stattgefunden. Mehr sage ich dazu jetzt auch nicht, weil das ist einfach so. Also, wer im Zusammenhang von globaler Entwärmung und Panikmache, was Meeresspiegelanstieg spricht, der verleugnet einfach die Tatsache, dass der Meeresspiegeleinstieg auch schon vor der Industrialisierung stattgefunden hat. Wenn wir uns hier einmal, das hier ist eine Grafik von Wikipedia, wenn wir uns das mal angucken, das ist jetzt der rekonstruierte Meeresspiegelanstieg seit der letzten großen Eiszeit. Vor 22.000 Jahren hat die ja ungefähr geendet. Ja, man sieht, der Meeresspiegel steigt an. Und ja, unten ist die X-Achse, die zeigt die Vergangenheit an, in Jahren. Auf der Y-Achse sehen wir den Meeresspiegelanstieg, Y-Achse nach oben. Und wir sehen halt, vor 22.000 Jahren war der Meeresspiegel ungefähr 130 Meter niedriger als heute. Und seitdem steigt der Meeresspiegel, der schmilzt halt an den Polkappen und ja, man kann halt sehen, ungefähr bei vor 9.000 Jahren sinkt die Schmelzgeschwindigkeit langsam, der Meeresspiegelanstieg wird langsamer. Warum passiert das? Ist ja klar. Die ewigen Eisregionen, die ziehen sich ja immer weiter zu den Polkappen zurück, wo es halt kälter ist.
Und da, wo es kälter ist, schmilzt das Eis natürlich auch langsamer. Also, wie gesagt, man kann hier sehen, es wird deutlich langsamer ab vor 7000 Jahren. Aber dieses andere Diagramm zeigt halt, der Meeresspiegelanstieg hat seit der letzten großen Eiszeit nie gestoppt. Der war immer da. Ja, also das sollte man einfach wissen. Der Meeresspiegelanstieg, den in Verbindung mit der globalen Erwärmung zu nennen. Also, wenn man sich diesen Verlauf hier anguckt, der ist ganz, ganz geringfügig größer als vor der Industrialisierung. Also, wenn man überhaupt von einem Meeresspiegelanstieg im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung spricht, dann nur über die Geschwindigkeit, nicht um das Ob. Also, ob der Meeresspiegelanstieg vorhanden ist, das werden wir nicht verhindern können, dass der ansteigt. Ja. Also der wird weiter steigen, ganz egal, was man macht. Und auf sowas muss man sich vorbereiten. Also wenn man sich zum Beispiel solche Gegenden wie Ostfriesland oder so anguckt, die sind ja sehr flach. Und die sind halt flach, weil da mal Meer war, Ozean, die Nordsee. Die war mal in Ostfriesland. Und wenn die Polkappen irgendwann komplett geschmolzen sein sollten, dann ist ja ein Drittel von Deutschland weg. Niederlande ist weg, Dänemark ist weg. Ja. Ich habe dann irgendwann nochmal ich habe ja gesagt, diese Formel, die ich da entwickelt hatte, die habe ich mit den Daten aus 350.000 Jahre trainiert. Und dann gibt es da noch neben der Trainingsmenge die Testmenge. Die Testmenge war dann eine Eiskernbohrung, die nennt sich EPKC-Dome, Eiscore, was auch immer man damit bezeichnen will. Also hier habe ich jetzt nur noch die Temperatur ohne das CO2, Temperatur in Rot, diese entwickelte Formel in Schwarz. Und man sieht halt einfach, es passt. Es passt auch da, wo die Trainingsmenge nicht war. Also dieser Bereich hier links. So. ja, dann habe ich diese Funktion und diese Testtrainings, ja, die Testdaten habe ich dann irgendwann in Excel mal dargestellt in diesem Diagramm, was man hier sieht. Und einfach um irgendwo anzufangen, habe ich dann mal, ohne darüber groß drüber nachzudenken, den Beginn bei eine Million Jahre Vergangenheit gesetzt. Und da sieht man jetzt interessanterweise, dass die entwickelte Formel einen Peak hat, eine Spitze hat, die größer war als alle anderen seitdem. Und vielleicht ist das sogar die Ursache dafür, warum wir kein Eis finden, was älter ist. Ich weiß es nicht, es ist einfach nur so eine Vermutung. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen